Nintendo Presents. Enix! Da-da-da-da! Unser Planet besitzt zwei Seelen. Ein äußeres und ein inneres Antlitz. Eine Licht- und eine Schattenseite. Millionen Jahre nach der Geburt des Planeten wurden Wachstum und Verfall zu zwei Seelen. Auf der Lichtseite entstand neues Leben. Die Schattenseite erstarrte im ewigen Eis. Die Lichtseite erschuf neues Leben. Alles entwickelte sich prächtig. Angst und Hass beherrschten die Schattenseite. So entstanden Gut und Böse. Wenn die Stunde geschlagen hat, wird es Zeit für eine neue Zeitrechnung. So interpretiere ich das jedenfalls. Terranigma. Und so möge es beginnen. Wunderschönes Intro, wunderschöne Intro-Musik, wunderschönes Let's Play unter Umständen. Mal gucken. Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herring Ray. Wir machen mal etwas mehr oder weniger ganz Außergewöhnliches auf meinem Kanal, nämlich Let's Playen wir, beziehungsweise Let's Play ich für euch, mal wieder ein gutes altes Super Nintendo Spiel. Das gab es in letzter Zeit tatsächlich auf meinem Kanal nicht mehr gar so häufig, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich habe da jetzt aber für mich selber beschlossen, dass ich da extrem viel Bock drauf habe und deswegen müsst ihr das da draußen jetzt einfach mal aushalten. Und ich hoffe, ich kann so manchen da draußen tatsächlich mal wieder etwas Neues in Anführungszeichen zeigen, weil ich weiß, dass die meisten von euch ja doch eher ein bisschen jünger sind und so und damals die Super Nintendo Zeit vielleicht auch nicht mehr so hundertprozentig mitbekommen haben und dementsprechend zeige ich euch hier ein ganz kleines Schmankerl, welches so, ja, das Ende der Super Nintendo Zeit nochmal so ein ganz klein bisschen den Spielern einfach versüßt hat. Terranigma kam 1996 heraus, wenn ich mich jetzt nicht gänzlich irre. Und war eines der letzten großen Spiele, die eben für das Super Nintendo hierzulande erschienen sind. Großes Spiel kann man auch gleich nochmal dazu sagen. Terranigma ist ein Rollenspiel und es erschien damals in einer Big Box Version. Diese Big Box Spiele, die waren auf dem Super Nintendo nicht gar so zahlreich, sage ich mal so. Nintendo hat aber einige Rollenspiele auf die Art und Weise hierzulande veröffentlicht. Big Box heißt einfach nur, das Spiel hatte eine größere Verpackung. Es wurde standardmäßig gleich mit einem 76-seitigen Spieleberater ausgeliefert. Und ja, man hat schon gemerkt, irgendwie Nintendo of Europe
hat sich ein bisschen Mühe gegeben diesbezüglich, um dieses Spiel eben in Europa auf den Markt zu bringen. Ich meine, Rollenspiele waren damals irgendwie etwas gänzlich Besonderes und ja, man musste irgendwie ja die Europäer mal so langsam aber sicher ein bisschen an diese ganzen Dinge gewöhnen und so, weil normalerweise Rollenspiele typisch japanisch und so weiter ein bisschen kompliziert und kompliziert in Anführungszeichen. Ich meine, was damals kompliziert galt, das wird heute in einem Tutorial abgehandelt, teilweise. Wobei da die Entwicklung jetzt auch schon wieder irgendwie eigentlich in eine andere Richtung geht, aber egal. So, was ich hier übrigens die ganze Zeit am Anfang laufen lasse, ist das Intro, was insbesondere für Kenner des Spiels gleich schon mal ein bisschen relevant sein dürfte, denn hier sehen wir schon die ganze Zeit unsere Hauptperson, die in ihrem Heimatdorf so ein ganz klein bisschen Quatsch macht. Warum sage ich die? Eigentlich ist es ein der, natürlich. Also die Hauptperson, aber der Held. Wir spielen einen Helden in diesem Spiel. Ja, ja. Also nichts mit Frauen an die Macht oder so. Nein, das hier ist noch ein gutes, altes Rollenspiel, so wie es sein muss. So, und jetzt würde hier alles nochmal vorne ablaufen. Aber das wollen wir natürlich nicht sehen. Stattdessen wollen wir in den Spielstandsauswahlbildschirm gehen. Ich möchte gleich zu Beginn nochmal betonen, das hier ist nicht am Emulator gezockt. Ich habe hier... Das, was ihr hört, ich tippe mit meinem Finger auf den Super Nintendo Controller. Ich spiele original auf der Konsole. Das sind meine Original-Spielstände, teilweise noch von damals. Teilweise von erst von vor 2 Monaten oder so. Man kann das Spiel relativ schnell durchspielen. Also hier dieser Level 33 Spielstand mit 7 Stunden 25. Da bin ich einfach nur durch das Spiel durchgerusht. Komplett, ich habe nichts gemacht. Nur halt durch die Dungeons und so weiter und so fort. Und dann war ich durch. Das geht also in 7 Stunden, wie ihr seht. Man kann sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen, dann hat man zum Beispiel auch mal 17 Stunden oder so auf dem Konto, aber da habe ich schon wirklich extrem viel herumgespielt. Ich würde sagen, dieses Let's Play hier wird vermutlich, weil ich erklären werde und so weiter, zwischen 10, maximal 12 Stunden dauern. Denke ich jetzt einfach mal. Ich werde versuchen, euch möglichst viel zu zeigen von dem Spiel. Ich werde vielleicht auch nicht unbedingt alles machen, weiß ich noch nicht, je nachdem, wie viel Bock ich selber drauf habe. Aber so das meiste werde ich schon irgendwie abhandeln. Und ja, ich würde sagen, verlieren wir gar keine großen Worte mehr so ungefähr. Das Ganze dauert jetzt eigentlich eh schon viel zu lange hier. Und deswegen starten wir einfach mal hier mit Spielstand 2 und legen eine neue Figur an. Ark ist der standardmäßige Name des Hauptcharakters, also so wie das Spiel ihn halt nennen würde, wenn wir absolut frei von Kreativität und Ähnlichem wären, aber wir wollen unserer Figur natürlich einen individuellen Namen geben. Leider gibt es, oder darf man für seine Spielfigur nur 5 Buchstaben nehmen, was für Hering ein bisschen doof ist. Deswegen suchen wir uns einen anderen Fisch aus, der irgendwie nur 5 Buchstaben hat. Und da fällt mir doch irgendwie der gute alte Lachs mal wieder ein. Ja, ich finde ja, dass es irgendwie passt. Ist auch ein sehr heroischer Name. Naja, also Lachs der Held, der jetzt einfach mal ja irgendwie die Abenteuer in Terranigma bestreitet. Gut, dann klicken wir hier auf ED, sprich Ende. Und starten das Spiel. Kapitel 1 Versunkene Kontinente. Ja, so geht's los. Gleich mal irgendwie das Horrorszenario schlechthin. Versunkene Kontinente. Wie kann das nur zusammenhängen? Oder was für eine Story wird sich daraus jetzt wohl entwickeln? Na gut, okay. Warten wir's ab. Zu Beginn ist relativ wenig versunken. Zumindest bei uns. Du bist nass geschwitzt. Hattest du einen Albtraum? Ja, den gleichen Traum wie jede Nacht. Geh ein wenig draußen spazieren. Das wird dir gut tun. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Es ist wunderschön. Vielleicht lässt dich das Wetter deine Träume vergessen. Vielleicht. Ich mag Frauen mit bunten Haaren. Oh ja, das war übrigens unsere Freundin Melina. Und das ist jetzt unser Hauptheld. Und schon sind wir mitten in der Action drin und dürfen rumlaufen. Und ich halte übrigens gerade den Y-Knopf gedrückt, deswegen laufe ich auch wirklich durch die Gegend. Also ich kann normal gehen, ich kann aber auch rennen und ich kann ganz toll und eigentlich Rollenspiel untypisch springen. Ja. Wobei man auch gleich mit dazu sagen sollte, Terranigma wird zwar von vielen Leuten irgendwie als Rollenspiel gehandelt, aber eigentlich ist es mehr so ein...
ein Action-Rollenspiel, könnte man so sagen. Also man hat später auch mit, man kann später auch leveln und so weiter und die Statuswerte seiner Figur verbessern, aber das meiste Gameplay findet ja doch irgendwie eher ein bisschen actionorientiert statt. Und deswegen, ja, Action-Rollenspiel trifft es irgendwie ganz gut. So, großartig interagieren können wir mit einzelnen Gegenständen hier leider nicht, weil der Held sagt da nichts zu. Da waren die Entwickler wohl ein ganz klein bisschen zu faul zu oder so. Ich weiß es nicht genau. Hier rechts in der Ecke bei dem Tisch ist ein kleines Büchlein zu finden. Ganz schön mit Tintenfass und ich glaube, das soll eine kleine Feder sein oder so, die daneben liegt. Und wenn wir dieses Büchlein hier anklicken, dann können wir hier einfach mal speichern. Und schon haben wir unseren Spielstand auch perfekt angelegt und ja, jetzt habe ich gespeichert und das Grauen kann gewissermaßen beginnen. So, wir sind bei uns zu Hause, logischerweise, und wo wohnen wir? Wir wohnen irgendwie mit ein paar anderen Leuten zusammen, die hier lustig flockig in der Gegend rumstehen und mit denen man natürlich reden und interagieren kann. Na Lachs, hat Melina dich wach geküsst? Liebe muss schön sein. Oh ja. Wir sind echt toll, weil wir haben eine Freundin und die nicht, also von daher sind schon mal der King im Ring, könnte man so sagen. Einst sprach der Weise, die Kristalle im Nebel sind die Tränen der Oberwelt. Was er wohl damit meinte? Weiser. Ja, es gibt hier eine sehr weise Person in dem Dorf. Ich glaube, das ist jetzt nicht mal gespoilert oder so. Also ich zeig's euch. Ich renne jetzt erstmal ein bisschen herum und rede mit den Charakteren und so weiter. Auch wenn die Dialoge jetzt natürlich alle so ein bisschen, ja, hier erfährst du ein bisschen was und manchmal ist es auch eher sinnfrei, aber na gut, wie, es ist ein typisches Rollenspiel. Also typisches Rollenspiel der 90er. Hallo Lachs, du kannst mir beim Kochen helfen. Gib mir bitte den Krug dort drüben. Er enthält Gewürze. Krug? Okay, alles klar. Krug. Frau will Krug haben. So, hier, fang! Was soll das? Soll ich dich wieder in Ketten legen? Ist ein bisschen, ich glaube, hier werden noch autoritäre Erziehungsmethoden gepflegt, aber gut. Erstmal Frühstück. Lachs, das habe ich gesehen! Wie denn? Hast du auch hinten Augen? Oh mein Gott. Mit der ist nicht gut Kirschen essen. Weiser. Ja. Wir sind hier übrigens im Haus des Weisen. Auch das ist, glaube ich, nicht zu viel verraten. Auch ich möchte den Kristallnebel sehen, doch man sagte mir, dass mich dann der Blitz trifft. Das klingt irgendwie gefährlich, aber gut, ja. Hier stehen überall junge Burschen herum, die irgendwie nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie den ganzen Tag drin zu hocken. Und hier oben ist der Weise. Lachs tritt näher. Okay. Man hat sich über dich beschwert. Du hast gestern die Hühner in die Weberei getrieben. Das ist übrigens das, was wir im Intro vorhin gesehen haben, aber naja. Alles wurde verwüstet. Entschuldigung oder tut mir leid? Ja, klingt beides ein bisschen nichtssagend, aber gut. Tut mir leid. Die Hühner, die kamen von allein auf die Idee. Na gut, ich habe sie in die Weberei gejagt, aber... Genug jetzt! Schweig! Geh und entschuldige dich auf der Stelle! Aber warum denn? Was ist noch, Lachs? Entschuldigen? Ich werde mich nicht entschuldigen. Dann wirst du die nächsten Monate die Toiletten des gesamten Dorfes reinigen. Okay, das ist schlecht. Was ist noch, Lachs? Wo ist die Weberei? Weiser, wo finde ich die Weber? Das solltest du am besten wissen. Nördlich von hier. Natürlich sollten wir das wissen, schließlich wohnen wir schon Zeit unseres Lebens hier in dem Dorf, aber gut, egal. Halt, wer hat dir erlaubt, die Truhe zu berühren? Das ist irgendwie doof, ne? Ich meine, man hat so wunderschöne Schatztruhen dann einfach hier in der Gegend und dann darf man die nicht mal öffnen. Das ist, naja, gut, okay. Aber vielleicht ja irgendwann später, Fragezeichen. So, was haben wir hier noch? Du Glücklicher, ich hätte auch gerne eine Freundin wie Melina. Ja, ich sag's doch, überall unverheiratete junge Kerle, die irgendwie in einem Haus von einem alten Spinner wohnen und ich weiß nicht, was machen. Ich meine, aufgrund... Wir sind wenigstens noch ein bisschen special-mäßig, weil wir immerhin, wie gesagt, diese Freundin haben, aber naja... Wie ich hörte, bist du gestern wieder ausgerastet. Du hast die Hühner in die Weberei getrieben und das Kürbisfeld verwüstet. Du bist ein echter Abfahrer. Yo, man. Okay, willkommen in den 90ern. Mir ist etwas Merkwürdiges passiert, Lachs. Als ich an der blauen Tür vorbeiging, hörte ich, wie jemand meinen Namen flüsterte. Unheimlich. Blaue Tür? Ja, die Tür da rechts. Gehen wir gleich mal hin. Lachs... Meinst du, ich kann auch mal mit Melina ausgehen? Kannst du sowas von knicken, Alter, aber ganz ehrlich. So, blaue Tür. Okay. Wer hat denn bei sich eine blaue Tür zu Hause? Also es ist ja...
So rein von der Aufteilung her, wenn man sich das mal überlegt, könnte diese blaue Tür eigentlich tatsächlich irgendwie das Klo sein oder so, aber... Hallo? Hilfe! Lässt sich nicht öffnen. Boff, 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 boff. Gut, keine Chance. Hallo, Hilfe. Klingt irgendwie nicht normal. Unsere Spielfigur sagt relativ wenig dazu, was ein bisschen verwunderlich ist, weil im Allgemeinen, das ist wenigstens das Schöne bei diesem Spiel hier, wir haben einen Helden, der ab und zu auch mal spricht. Also der auch was sagt. Der mit den Leuten interagieren kann. Kein nerviges elfisches Gegrunze oder so. Nein, wir haben einen echten Helden, der denken kann. Ja, das ist klasse. So, und wir sind hier in Krista. Diese komischen Kugeln, die hier irgendwie durch die Luft wabern, das soll wohl irgendwie den Kristallnebel darstellen. So stelle ich mir das zumindest vor. Und ja, ihr merkt schon, das ist jetzt kein normales europäisches Dorf oder ähnliches. Also Krista liegt ganz offensichtlich irgendwo... Irgendwo, halt nur nicht direkt in unserer Welt. So, okay, was kann ich jetzt euch alles zeigen? Ich kann euch kleine süße Geheimnisse zeigen oder Easter Eggs oder was auch immer, die hier im Dorf versteckt sind. Wie zum Beispiel Kürbisse. Ich habe nichts Wichtiges zu sagen. Sprechende Kürbisse. Ja, die gibt's hier im Dorf. Warum? Weiß ich nicht. Sie sind einfach da. Also sprechende Kürbisse. Übrigens, war nicht der Einzige. Hier oben links ist noch einer. Dieser Weg war umsonst. Ich fühle mich irgendwie getrollt. Ja. Sprechende Kürbisse, die einen trollen. Aber gut, okay. Sympathisches Dorf.